Familie Frerichs aus Niedersachsen hat Hundenachwuchs bekommen. Bis hierhin noch nicht ganz so ungewöhnlich, aber mit so vielen konnte wirklich niemand rechnen. Selbst der Tierarzt ist von dieser Zahl überrascht. Ganze 14 Rhodesian Ridgeback-Welpen kämpfen um einen Trinkplatz bei Hundemama Naomi. Klar, dass da nicht jeder gleich zum Zug kommt. Umso dankbarer dürfte Naomi sein, dass sie Unterstützung von ihrer Hundeherrin bekommt. Aber nicht nur Yvonne Frerichs kümmert sich, sondern die ganze Familie ist mit Freude dabei. Wir sind es auch gewohnt, dass wir immer einen Welpen irgendwo haben. Also die Bindung wächst von Tag zu Tag eigentlich. Und mir graut auch schon vor dem Tag, wo wir einige abgeben müssen. Das ist einfach so. Vor einem Monat bekam die Familienhündin Nachwuchs. Seitdem herrscht Ausnahmezustand bei den Frerichs. Es galt, so viele Welpen wie möglich durchzubringen. Von 18 starben leider 4. Doch die anderen 14 erfreuen sich bester Gesundheit. Also ich bin auf jeden Fall stolz, dass wir das alles geschafft haben und dass keiner mehr in Lebensgefahr schwebt oder irgendwie sowas. Also dass alle glücklich und gesund sind. Regelmäßig bringt die Familie die Welpen zur Kontrolle. Auch der Tierarzt war über die große Anzahl überrascht und bescheinigt der Familie einen tollen Job. Ja, guten Tag. Also wenn ich die Welpen so sehe, haben sie das also ausgezeichnet gemacht. Also das ist schon Hut ab. Das ist schon, also ich kann mir vorstellen, dass das eine ordentliche Belastung gewesen ist. Eine Hündin allein würde das nicht schaffen. Auch Mutter Naomi scheint mit der Hilfe der Familie sehr zufrieden zu sein. Bis die Frerichs Abnehmer für die Welpen gefunden haben, werden sie dem Jaulkonzert gerne weiter zuhören. Das war's schon von uns. Danke fürs Zugucken. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder jetzt im ZDF-Mittagsmagazin. Schönen Tag noch. Bis dann.